So, Conny präsentiert heute am Pool. Und zwar, Conny, um was geht's? Moment, lass mich raten. Am Pool? Bademoden. Bademoden. Oh nein, nein, doch, nein, doch, nein, doch. Das lassen wir aber ganz. Um was geht's dann? Um wasserfesten Nagellack. Aber eigentlich ist der doch immer wasserfest, oder? Na, wieso erzählen dann die Frauen, dass sie nichts arbeiten können, weil sie ihre Nägel lackiert haben? Das liegt, ja, weil sie frisch lackiert sind. Ah, frisch lackiert. Okay, also es geht nicht um Nagellack, es geht nicht um Bademoden. Nein. Conny ist heute wieder schick wie immer. Um meinen zweiten Schnapper. Zweiter, genau. Schnapper. Und hier haben wir eine Tüte, hier steht Sarah drauf. Ja. Das ist aber nicht die Originaltüte, denn die wäre zu klein gewesen für die ganzen, genau, Schnapper. Genau, das ist ja jetzt der zweite Teil. Um was geht's denn? Um einen schicken Rock. Schicken Rock. Und den präsentieren wir wieder in unsere Kuschelecke. Natürlich. Also wir gehen jetzt wieder hier bekannt. Nicht fremd, bekannt gehen. Bekannt. Eigentlich ist es ja hier keine Kuschelecke, sondern wir haben ja hier unsere asiatische Ecke. Hier viele Mitbringsel und schönen Kaktus, der blüht schon, das, ich glaube, das 12. Mal. Und hier unsere Lampions. Ja, und passend zur Farbe hier. Genau, passend zur Farbe. Haben wir dann da was? Was ist denn das? Das ist ein schicker Rock. So, das ist das zweite Schnäppchen. Genau, langsam, schön. Das zweite Schnäppchen. Wir machen den mal. So, der sieht so aus. Den können wir auch mal auf den. Ich werde ihn dann auch gleich nochmal anziehen. Den können wir auch auf den Tisch mal legen, damit man da mal, ja, farblich. Also hier passt alles. Seht ihr das? Hier passt alles Ton in Ton. Der Tisch zum Rock und zur Blüte. Also. Der Rock in voller Blüte, könnte man sagen. Schön schaut es aus, aber da ist ein Unterrock mit dabei. Das ist so ein Unterteil, genau hier an der Seite ist das dann geschlitzt. So, das schaut jetzt aber aus wie eine Tischdecke, ne? Ja, aber ist keine Tischdecke. Ist keine Tischdecke. Ist ganz raffitückig hier. Oh, 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 das ist wie ein Korsett, ne? Ja, das ist aber ganz toll gemacht. Das kriegen Männer nie auf. Schön. Also sieht vor allen Dingen die Farbe schön. Ja. So, und jetzt... Ja, was hast? Zieh mir den an. Jetzt werde ich den mal anziehen. Wie kommt man eigentlich zu solchen Schnäppern? Bist du den ganzen Tag unterwegs? Nein, gar nicht, gar nicht. Du hast deine. Ja, man muss, gerade wenn die Rebachas sind hier die Sales, wenn die anfangen, da muss man erst mal warten. Warten, weil da ist der große Ansturm und am Anfang gehen vielleicht 10-20% runter und das ist ja gar nicht interessant. Also wir müssen dann in die zweite Juliwoche, Ende Juli, dann sogar in den August noch rein hier. Das geht ja den ganzen Monat vom August noch. Und Preise? Dann, Unterschiede wie Deutschland? Dann gibt es, ja, da also bei den Rebachas dann, bei den Sales geht es ja dann bis 80% sogar runter. Und die Preise sind natürlich verglichen mit Deutschland klamottentechnisch relativ günstig. Klamotten, das hört sich aber jetzt nicht gut an. Das hört sich gut an. Okay. Ropa, es heißt ja auch Ropa Vieja. Alte Klamotten. Die alten Klamotten. Und Rebachas Sales heißt Schlussverkauf. Genau, das ist der Schlussverkauf. Jetzt in dem Moment natürlich der Sommerschlussverkauf. Hast du auch eine passende Tasche dann dafür? Ja, natürlich. Klar doch. Zum Beispiel. Kommt halt immer drauf an, wie man sich überhaupt anzieht. Ja? So wie man sich bettet, so liegt man. Genau. Und dann wollen wir doch mal schauen, wie das dann im Angezogenen aussieht. Ja. Werde ich jetzt mal tun. Gut, wir gehen mit. Ja. Klappe. Fast hätten wir es vergessen. Preis? Genau. War vorher 49,95, dann runter auf 19,99 und bezahlt habe ich 9,99. Gut. Unschlagbar. Das, unschlagbar. Ja. Gesagt, getan. Conny hat sich umgezogen. Aber eine Frage fällt mir auf. Wieso ist der Unterrock oben drüber und ist der Oberrock? Weil das ein Oberrock ist. Das, ganz einfach. Also das hier, das hätte ich als Unterrock bezeichnet. Nein, das ist der Oberrock. Das ist Deko. Deko. Das ist kreativ sein. Okay, gut, dann sind wir richtig. Und? Also, so bin ich jetzt zum Beispiel. Schuhe. Weiß, Silber. Silber, ja, Tasche, passt. Passend dazu. Und was? Techi. Und hier muss ich allerdings eine kleinere Änderung vornehmen. Schlitzen. Und zwar, ich mache mir den ein bisschen auf.
weil es hier sehr eng ist. Also man soll Bein sehen, so einfach ist das. Genau, Bein sehen. Und was kann man... Und aber natürlich kann man hier jetzt auch andere Sachen dazu tragen. Zum Beispiel, ich zeige euch das mal, einfach mal jetzt nur weiße Bluse drüber. Wenn es kühler wird, ne? Genau, weiße Bluse drüber. Also zu dieser Farbe, weil das Weiß ja hier auch mit drin ist. Passt super. Oder ein weißes Top. Tja, sieht auch gut aus. Ja, kurzes weißes Top drauf. Und dann geht natürlich auch schwarz. Jetzt habe ich halt Silber an, aber schwarz. Allerdings kommt dann ein anderer Schuh. Ja, wollte ich gerade sagen. Mit den Schuhen heute, das ist ja heute ein bisschen... Denn schwarz passt auch dazu. Ist halt ein starker Kontrast. Aber ich zeige euch das mal mit den passenden Schuhen. Gut. Und so schnell geht's. Da ist es schon. Es fehlt, ding, ding, ding. Es fehlt nur noch die Wunderlampe. Genau. Die bezaubernde Genie aus der Lampe. Kling. So, passend jetzt das Teschi. Ja, das war auch mal ein Schnapper bei Desigual. Was? Ein richtiger Schnapper. Die sollte 100 Euro kosten. Und ich glaube, ich habe sie für 15 oder so bekommen. Boah. Ja. Du wusstest, dass es den Rock dann gibt, ne? Genau. Und die Schuhe? So, und die Schuhe, das sind Mitbringsel aus... Lass mich überlegen, ich glaube Valencia, ja, aus Valencia. Die habe ich auch noch in anderen Farben. Ja, sehen gut aus, muss man gar nicht super lange bequem zumachen. Und jetzt haben wir mit dem Schwarz. Voilà, wunderbar. Also ich sage, voilà, so kann es weitergehen. Ne? Ja. Und vor allen Dingen, ja, die Preise sind natürlich auch ja, gut. Die Preise hier sind schon ein bisschen anders als in Deutschland. Ich habe das ja jetzt letzte Mal in Deutschland gesehen, also Klamotten sind schon recht teuer, würde ich sagen. Und deswegen hier, wenn ihr hier seid, schaut einfach mal bei Zara rein oder auch bei Stradivarius. Anders, Conny Canarius berichtet, wenn es genau irgendwo was gibt. Genau. Also schaut rein, Conny Canarius, dann kein Spanisch lernen, sondern Schnäppchen suchen. Schnäppchen suchen. Und natürlich gibt es hier auch andere kleine Boutiquen, wo man natürlich immer schöne Sachen bekommt. Da werde ich euch dann auch drüber berichten. Gut, also es kommt immer mal so das sowas, Gesamtbild stimmt. So was Modisches. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Schnapper. Mua. Tschüss. Macht's gut.